Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute soll es mal jetzt nach langen und vielen Hinweisen von euch an mich, dass ich dieses Thema doch mal ansprechen sollte, um die Hauskatze gehen und die ökologischen Konsequenzen, die die Hauskatze so verursacht. Ja, das tut sie nämlich tatsächlich. Wir haben inzwischen irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen Hauskatzen in Deutschland. Möglicherweise auch noch mehr als das. Die Hauskatze ist also das mit Abstand häufigste Haustier, noch vor so Kleinviechern, die relativ harmlos sind wie Fischen oder Hamstern oder Mäuschen oder Kanarienvogel, sowas in die Richtung. Also wirklich mit Abstand das beliebteste, mengenmäßig beliebteste Haustier Deutschlands ist die Katze. So, und dummerweise ist die Katze ein selbstständig agierendes Raubtier. Soll heißen, sobald wir die rauslassen, und dann macht sie ja deutlich darauf aufmerksam, dass sie bitte gerne raus möchte, dann wissen wir nicht mehr, was sie zu diesem Zeitpunkt alles anstellt draußen. Es sei denn, wir können sie jetzt gerade beobachten, weil sie noch auf der Terrasse hockt und sich säubert oder sich mit Nachbarkatze anlegt oder sich streicheln lässt, von wem auch immer vorbeikommt und so weiter und so weiter. Ja, aber spätestens, wenn sie dann mal verschwunden ist und wir nicht wissen, wo sie sich rumtreibt, dann sind die Chancen, dass sie a. entweder ihr Revier abgeht und mal guckt, was es da so Neues gibt, b. sich mit anderen Katzen trifft zum Socializing, in Anführungszeichen. Das kann natürlich auch in Richtung Paarung gehen, was man mit kleinen Schnippschnapp-Maßnahmen durchaus auf ein gesundes, ja in Anführungszeichen gesundes, ne, aber auf ein notwendiges Maß zumindest mal reduzieren könnte. Oder eben, und das ist der große Knackpunkt, sie geht halt nun mal jagen. Völlig egal, wie viele Büchsen mit was auch immer, Happen in Soße wir ihr aufgemacht haben, die geht trotzdem jagen. Warum? Naja, weil sie halt immer noch einen Jagdinstinkt hat und sie nie hinsichtlich der Wegzüchtung dieses Jagdinstinkts von uns irgendwie beeinflusst worden ist. Eine Katze ist daher so ein Sonderfall unter den Haustieren. Manche Wildökologen gehen davon aus, dass eine Katze zahm, aber nicht domestiziert ist. Dass domestiziert tatsächlich eine massive züchterische Veränderung ist, hin zu einem in der freien Wildbahn so nicht mehr lebensfähigen Tier, oder nur unter großen Einschränkungen. Während hingegen eine Zähmung nur eine gewohnt machen an den Menschen, ein Leben neben dem Menschen, sowas in die Richtung darstellt. Und da eine Katze, eine normale Hauskatze, fast jede Hauskatze potenziell problemlos in den Wald ausgesetzt werden könnte, mal abgesehen davon, dass ihr möglicherweise trotzdem wieder nach Hause findet, wäre sie auch in der Lage, im Wald relativ gut klarzukommen. Unsere europäisch Kurzhaar zumindest, Hauskatze, unterscheidet sich nur unwesentlich, was ihre Überlebensfähigkeit angeht, von der Wildkatze. Ja? Manche Katzenexemplare unterscheiden sich da sicher sehr, sehr stark von der Wildkatze. Andere, manche Hauskater sind ja richtige Brummer, so richtig mächtige Kater. Die dürften eigentlich auch kein großes Problem damit haben, ein kleines Kaninchen oder einen jungen Hasen zur Strecke zu bringen. Finden würden sie die und kaputt kriegen würden sie die dann auch. Und ich denke, wenn sie sehr viel Hunger haben, würden sie diese dann auch fressen. Also das dürfen wir einfach nicht vergessen bei unserem Stubentiger und unserem Matratzen. Vorwärmer und Sofabeleger. Das ist ein hocheffizientes Raubtier mit allen Fähigkeiten, die man als hocheffizientes Raubtier so mitbringen muss. Katzen sind sowieso, gehören zu den effizientesten Raubtieren, die Evolution so hervorgebracht hat, das wollte ich sagen. Und da gehört halt eben auch wirklich die Hauskatze ganz, ganz klar dazu. Hat Nachtsicht, hat ein ausgezeichnetes Richtgehör. Also, ne, sie kann ja mit den Ohren wunderbar in alle Richtungen dreh, um Geräusche ganz genau auch zu verorten, wo das Geräusch jetzt exakt hergekommen ist. Wir können nur hören, kommt ungefähr von da, vielleicht auch von da und möglicherweise auch von da, aber da drüben wahrscheinlich eher nicht her. Und auch das kann sehr schnell trügen. Eine Katze weiß das immer ganz exakt. Dann riechen sie auch nicht gerade schlecht. Das kann man jetzt auch nicht behaupten, wenn auch längst nicht so gut wie andere hochsensible Nasentiere wie ein Hund, ein Wolf in der Ausgangsform oder ein Wildschwein zum Beispiel. Aber trotzdem riechen sie ausreichend gut. So, dann haben sie eine hervorragende Beweglichkeit mit ihrem langen Schwanz zum Ausgleichen von Bewegungen, sind sehr kletterfähig aufgrund ihrer scharfen Krallen, sind ausgezeichnete Kämpfer,
aufgrund ihrer scharfen Krallen. Katzen sind im Vergleich zu ihrer Größe außerordentlich kräftig und sehr, sehr wehrhaft, haben auch ein extrem spitzes, böse wehtunendes Gebiss, wenn sie damit zubeißen wollen, und sind damit also wirklich in jeder Hinsicht perfekt angepasst, um sich auch wahnsinnig leise fortzubewegen auf ihren speziellen Pfoten, als Zehengänger extrem leise unterwegs. Sind hervorragend angepasst für die Jagd auf kleine Tiere, ja, inklusive Vögel, gerade weil sie ja auch so eine gute Kletterfähigkeit haben, um zum Beispiel Nester, die einfach nur 2 Meter auf dem Baum sind, problemlos ausräumen zu können. Das tun sie auch, auch wenn wir das nicht sehen und wenn wir davon ausgehen, dass unser Stubentiger das bestimmt nicht macht. Ich kenne nur eine Katze persönlich, die wahrscheinlich wirklich nie irgendwas Nennenswertes umgebracht hat, mal von irgendwelchen Käferchen abgesehen. Und das ist mein alter Kater, der war nämlich, seit wir ihn hatten, er war schon alt, als wir ihn bekommen haben, hat bei uns quasi Obdach gefunden, war der blind, und zwar vollständig. Und ganz blind, mit dem normalerweise hervorragenden Gesichtssinn, also dem hervorragenden Sehvermögen, den Katzen aufweisen, ohne den kann eine Katze durchaus auch noch mit einer gewissen Lebensqualität auch draußen unterwegs sein und an verschiedenen Sachen schnüffeln und den Vögelchen zuhören und kann sich hervorragend den Weg merken, an dem sie so rumläuft, und stößt auch tatsächlich nie gegen irgendwas dran, sofern man nicht irgendwelche Stühle verrückt und solche Späße. Ja, dann kann das passieren, aber normalerweise nicht. Aber Beute macht ein blinder Kater wahrscheinlich nicht mehr, insbesondere wenn er außerdem nicht mehr der Jüngste ist. Aber bei fast allen anderen Katzen, inklusive unserer mal angefahrenen, auch noch vor unserer Zeit, die ist auch später erst zu uns gekommen, Pusha, was polnisch für Hausschuh bedeutet, weil sie sich gerne an Schuhen reibt, macht sie auch wirklich sehr, sehr gerne. Jedenfalls auch Pusha, die eigentlich eine super liebe Katze ist, bringt hin und wieder mal was vorbei, ein kleines Präsent. Ja, insbesondere Spitzmäuse fängt sie wohl ganz gerne, und hier und da hat sie auch schon mal einen Vogel entdeckt, beziehungsweise erwischt. Ich bin eigentlich jahrelang davon ausgegangen, nein, Pusha macht das nicht, aber doch, auch Pusha bringt hin und wieder mal ein Präsent mit nach Hause, so, und dummerweise gibt es jetzt dazu ein paar wissenschaftliche Untersuchungen, die mehr oder weniger besagen, dass nur weil eine Katze selten was nach Hause bringt, heißt das noch lange nicht, dass sie selten mal was umbringt. Ja, weil sie bringt im Schnitt, je nach Studie, je nach Untersuchungsmethode und je nach Katze und je nach Gebiet, wo das untersucht wurde, völlig unterschiedlich und ganz schwer teilweise auf einen Nenner zu bringen. Aber gerade weil es da recht viele Untersuchungen dazu gibt, können wir vielleicht grob mal vorsichtig sagen, irgendwas von zwischen 20% und 30% der gemachten Beute wird abgelegt und präsentiert. Also vor der Tür deponiert oder an einem sonstigen schönen, imposanten Ort, wo auch jeder sehen kann, was sie da Tolles angeschleppt hat. Ja. Von den restlichen 80-70% getöteten Kleintieren werden wahrscheinlich so irgendwas zwischen 10, 15, manchmal 20% überhaupt angeknabbert. Selten vollständig verzehrt. Bei Mäusen beispielsweise wird häufig der Kopf gegessen, weil Gehirn tatsächlich sehr nahrhaft ist. Und der Rest wird liegen gelassen, weil die ganzen Innereien und so weiter und so fort, das ist wohl eher nicht so schmackhaft, scheinbar hat man manchmal den Eindruck. Und ja, auch bei Vögeln, die werden häufig gar nicht gegessen, sondern einfach nur wird mit ihnen tatsächlich irgendwo auch gespielt. Und was Katzen bei Katzen nicht mögenden Leuten, bis hin zu Katzen überhaupt nicht mögenden Leuten, die gibt es ja auch, häufig den Katzen vorgeworfen wird, ist eine gewisse Grausamkeit im Umgang mit der Beute, dass sie die Beute also nicht, wenn sie sie gefangen haben, gleich töten und dann ja im besten Fall verspeisen, sondern eben häufig die Beute wieder entkommen lassen, um sie nochmal zu fangen und nochmal zu fangen und nochmal zu fangen, und eine Maus dann häufig zum Beispiel daran stirbt, dass sie einfach zu viele Wunden von Kralle entsprechend erlitten hat, die an sich und alleine gesehen erst sehr langsam tödlich sind, eben damit die Maus noch ein paar Mal wegrennen kann und die Katze halt irgendwie beschäftigt ist. So ein Verhalten, das wird seit längerem untersucht, und da gibt es auch bestimmte Namen für, und das ist ein ganz spannender Bereich der zoologischen Forschung, aber man kann es auf jeden Fall vermutlich, sofern es schon bisher man ist sich noch nicht ganz einig, aber vermutlich kann man das eben darauf zurückführen, dass die Katze eben in
der Sondersituation lebt, mit voller Energie auf die Jagd gehen zu können, ohne darauf angewiesen zu sein, das, was sie so erlegt, überhaupt fressen zu müssen. Und die Jagd im Grunde ein Zeitvertreib für sie ist, weil ihr ein Stück weit, wenn ich hier komische Handbewegungen mache, liegt es am Mückenfang, weil sie ein Stück weit einfach oder Langeweile leidet. Ja? Wenn man das so nennen möchte, und wir wissen auch nicht, ob sie darunter leidet oder ob sie ganz zufrieden ist mit dem Freizeitjagdvergnügen, was sie da so hat, das ist schwer nachzuweisen. Was hingegen inzwischen immer deutlicher wird, ist, dass eben dieses Freizeitjagdverhalten sehr wohl ökologische Konsequenzen haben kann. Das ist eine Tatsache, ja, und jeder, der wie ich Katzen sehr, sehr gerne mag, muss sich meiner Meinung nach zumindest mal ein bisschen dazu Gedanken machen und sich ein wenig damit auseinandersetzen, dass unsere liebe Katze halt eben nun mal ein hocheffizientes Kleinwildraubtier ist. Ja? So, und dazu kurz noch zwei wichtige Hinweise. Ich habe jetzt viele Infos, die ich jetzt heute erzähle, so locker wohlgemerkt. Ne? Lest die Originalpublikation bzw. die Hauptpublikation, die ich jetzt auch als Hauptquelle für meine Ausführungen genommen habe. Wenn ihr dazu noch Details wissen wollt, da steht das so gut drin, wie ich habe keine bessere gefunden. Nämlich wäre das Hattlauf, Sachsa, Streib und Hackländer von 2021, also ganz aktuell, Einfluss von Hauskatzen auf die Biodiversität, aktuelles Wissen und Managementstrategien von der BOKU, der Bodenkunde-Uni in Wien. Wildtierforschung und Wildbewirtschaftung, 25, Bodenkultur, Entschuldigung. BOKU ist natürlich die Universität für Bodenkultur, Wien. Das kann ich mir immer nicht so genau merken. Eine weitere tolle Quelle, wer keine Lust auf Lesen hat, dem empfehle ich auf jeden Fall das Video von Professor Sven Herzog von der TU Dresden. Der hat da den Lehrstuhl fürs Wildtiermanagement inne und für die Wildökologie, Entschuldigung. Und ja, der hat da auch ein Video zu gemacht. Dummerweise habe ich das gesehen, bevor ich meine eigenen Ausführungen gemacht habe. Das mache ich ungern, weil ich möchte ungern nochmal dasselbe erzählen wie der Herr Professor Herzog. Aber ja, ich denke, ich werde das schon nochmal ein bisschen anders aufdröseln, damit da jetzt nicht den Eindruck entsteht, ich hätte mir das geklaut. Ja? Wir haben halt beide ähnliche Quellen verwendet. Nicht, dass ich jetzt behaupten möchte, mich so gut auszukennen mit Wildtierökologie wie der Herr Herzog. Definitiv nicht. Ne? Ich bin ja nur Feld, Wald und Wiesen. Universal Forst Fuzzi. Und der Herr Herzog hat eine Spezialisierung. Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied zu mir. Ich bin in keinem Fachgebiet wirklich, wirklich spezialisiert. Ne? So, also nur damit da keine Verwirrung aufkommt. Jetzt. Was macht denn die Hauskatze? Doch noch nicht. Ein kleiner organisatorischer Hinweis noch. Weder die Null-Toleranz-Politik gegenüber Katzen, oh, die müssen wir alle abschießen und so ein Krempel, noch, nein, die Katzen sind völlig unschuldig, das muss ein Fehler sein, meine Katze macht sowas nicht, meine Katze ist voll lieb und alle anderen Katzen sicher auch. Und also wer mit sowas um die Ecke kommt, gegen die Faktenlage, und das in einem entsprechend empörten Ton unbedingt in die Kommentare schreiben muss, der hat wahrscheinlich, möglicherweise zum letzten Mal was in die Kommentare geschrieben. Also wir sind hier, versuchen uns hier bitte auf eine sachliche Diskussion zu beschränken und mit ja, pauschal plakativen Aussagen, da gibt es schon genug in der Welt, uns hier ein bisschen zurückzuhalten. Ne? Also, dass man vehement die eine oder die andere Seite vertritt, ohne allzu intensive Wortwahl, sage ich jetzt mal, das ist ja noch in Ordnung, aber reißt euch ein bisschen am Riemen. Es ist einfach völlig unrealistisch, dass man langfristig gesehen nichts unternimmt gegen die Hauskatzenproblematik, genauso wie es wahnsinnig unrealistisch ist, dass wir sämtliche Hauskatzen abschaffen oder auch schon alle Hauskatzen zu Hause einsperren und es keinerlei Freigänger mehr geben wird. Das ist einfach wahnsinnig unrealistisch und kann bei etwa 30 Millionen, 35 Millionen, 40 Millionen, so genau weiß das keiner, katzenliebenden Deutschen wohl kaum umgesetzt werden. Die Katzenfreunde ist eine verdammt mächtige Lobby. Insbesondere hier auf YouTube. Wir erinnern uns an lustige Katzenvideos. Die Mutter dieser Plattform. So,
Also, jetzt aber zur Thematik. Hauskatze gehört nicht ins heimische Ökosystem. Was wir als Hauskatze kennen, ist nämlich tatsächlich eine züchterische Veränderung, allerdings ja, über Jahrtausende, wohlgemerkt mit feinen Anpassungen von der afrikanischen Falbkatze, und ist nicht direkt verwandt mit unserer heimischen Felis sylvatica, unserer Wald- bzw. Wildkatze. Ja? Die sind zwar miteinander kreuzbar und hybridisierbar, das ist auch durchaus ein Problem, aber die Hauskatze, wie wir sie als Mäusefänger eingestellt haben, stammt tatsächlich nicht von der Wildkatze ab. Das wäre schon mal relativ wichtig. Historisch betrachtet, wofür ist die Katze da? Ja, zum Mäusefangen, und war tatsächlich eben einfach an uns gewöhnt worden, damit wir eben Katze in der Nähe haben, die unsere Futtervorräte, die die Katze nicht mag, Weizen und sonstiges pflanzliches Zeug, eben vor Mäusen, die unsere Futtervorräte sehr wohl mögen, beschützt. Tatsächlich gibt es auch seit Jahrtausenden eine Koevolution von unserer Hauskatze und der Hausmaus sowie der Hausratte, die gelernt haben, miteinander in gewisser Weise auszukommen. Das heißt auf gut Deutsch, die Hausmaus hat sich nach und nach ein bisschen an die Anwesenheit der Katze angepasst. Es gibt dazu eine interessante Studie aus Amerika, wo man mal beobachtet hat, dass in Gebieten mit hoher Hauskatzendichte, die natürlich nur in den USA vorkommenden Mäusearten, Langschwanzmäuse vorzugsweise, also sowas wie die Hausmaus, die Rötelmaus, die, das ist eine Wühlmaus, ist das überhaupt eine Langschwanzmaus? Nein, es ist keine. Gelbhalsmaus und Waldmaus sind auch die beiden anderen heimischen Langschwanzmäuse, die mir gerade spontan einfallen. Ja, jedenfalls die US-amerikanischen, also auf dem Plätzchen Erde, der heute US-Amerika ist, lebenden Waldmäusearten, Langschwanzmäusearten, die sind teilweise in Gebieten, in denen die Hauskatze eine gewisse Dichte erreicht, vollkommen weggestorben, sozusagen weggefressen worden. Und die einzigen Mäuse, die da noch überleben können, sind tatsächlich die Hausmaus, weil die Hausmaus eben anders als die Neuweltmäuse, sprich die nie eine Katze gesehen haben. Es gibt nämlich keine Hauskatze oder kein ähnlich vergleichbares katzenartiges Tier, natürlicherweise vorkommend in Nordamerika, sondern die Katze ist da erst aufgekreuzt, seit wir da aufgekreuzt sind, zusammen mit eben noch diversen anderen Sachen, die wir so mitgebracht haben. Und eben auch tatsächlich der Hausmaus. Die Hausmaus gab es in Musculus übrigens, gab es in den im neuen Land sozusagen auch nicht, bis sie per Schiff und uns da entsprechend angekommen ist. Ich weiß nicht, wie es mit der Ratte ausschaut, ob die schon vorher da war. Ist das eine Zecke? Nein, ist das nicht gut. Und aber da Hausmaus und Katze eben schon Jahrtausende miteinander was zu tun hatten, die anderen Wildmäuse aber nicht, sind die relativ schnell ausgerottet worden. Das ist vielleicht so eins der punktuell wohlgemerkt. Das ist nämlich auch so ein wesentlicher Knackpunkt. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, wird gerne von den Katzengegnern, also von den Katzen im Ökosystemgegnern, nennen wir es jetzt einfach mal so. Das ist was anderes als Katzengegner allgemein. Leute, die einfach Katzen nicht mögen und die grundsätzlich blöd finden, ist was anderes als Leute, die sagen, Katze ist ein tolles Tier, aber macht Probleme in natürlichen Ökosystemen. Muss man wirklich ganz klar unterscheiden. Ich würde mich nämlich durchaus auch zu Letzteren zählen, ganz bestimmt aber nicht zu Ersteren. Katzen sind toll. Wenn auch ökologisch problematisch. So, aber jedenfalls kann man dieses Beispiel jetzt nehmen als Argument für die Katze killt die Mäuse, die Katze ist furchtbar, oder als Gegenargument, ja gut, aber die Mäuse sind ja nur kleinräumig da, wo eine besonders hohe Katzendichte vorhanden sind, ist weggestorben und es ist kein einziger Fall bekannt, an dem die Hauskatze irgendeine Art wirklich ausgerottet hätte, dass die dann also vollständig weggestorben ist. So, aber da muss man jetzt realistisch betrachtet aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagen, dass es auch nahezu unmöglich ist zu beweisen, dass eine Art, die ausgestorben ist, tatsächlich nur deswegen ausgestorben ist, weil es die Hauskatze gab und nicht noch 734 andere Faktoren auch eine Rolle gespielt haben. Dafür müsste man das nämlich, um das experimentell nachzuweisen, sozusagen einen letzten Bestand dieser aussterbenden Art oder gerade ausgestorbenen Art im Idealfall, was gar nicht möglich ist, per Definition schon nicht, müsste man zu Testzwecken in einem katzenreichen Gebiet einsperren,
und alle anderen Mortalitätsfaktoren für diese vom Aussterben bedrohte Art ausschalten und dann nur noch Katze als möglichen Mortalitätsfaktor zulassen. Nur dann könnte man beweisen, dass die Anwesenheit von Katze alleinige Ursache dafür ist oder maßgebliche Ursache, dass jetzt die Art XY ausgestorben ist. Das heißt, die letzten paar Exemplare aus dem Zoo noch von der Katze fressen lassen, dann kann man beweisen, dass sie tatsächlich daran ausgestorben ist. Klingt irgendwie nicht so sinnvoll, ist es auch nicht. Ja, drum ist das Argument, die Katze hätte noch keine einzige Art nachweislich ausgerottet, scheitert auch einfach daran, dass man das gar nicht nachweisen kann, jedenfalls nicht mit moderner, seriöser, wissenschaftlicher Methodik. Vielleicht kann man da mal irgendwann was mit irgendwelchen Sendern, GPS-Gedönse und so weiter und so fort, vielleicht in die Richtung noch irgendwie was machen, ein Herzschlag gekoppelter GPS-Sensor oder was weiß ich, keine Ahnung. Momentan ist das jedenfalls nicht möglich. Ja? Die Hauskatze ist, mal abgesehen jetzt von diesem kleinen Beispiel zum Einstieg, insbesondere deswegen problematisch wegen vier Gründe, die sich teilweise ein bisschen überschneiden. Nämlich erstens, Hauskatzen unterliegen der natürlichen Mortalität nicht. Alles andere, was im Ökosystem, im natürlichen Ökosystem so rumspringt, übrigens sind auch Wildtiere in der Stadt irgendwo in einem natürlichen Ökosystem unterwegs. Dieses ist zwar geprägt durch uns und durch unsere Bauwerke, aber um die Bauwerke drumherum und um unsere Infrastruktur und die Tatsache, dass wir da rumlaufen, ergibt sich durch die Umwelteinflüsse, sprich Mülltonnen mit Müll, Asphalt, Löcher im Asphalt, Keller, Kanalisation und so weiter und so fort. Telefonmasten, wo es die noch gibt, wenn nicht Straßenlaternen, was auch immer, ja? Fenstersimse. Es ergibt sich ein neues Ökosystem, natürlich darf man es dahingehend nicht nennen, weil es ja durch uns geprägt ist, aber es funktioniert wie ein natürliches Ökosystem nach den Regeln der abiotischen und der belebten Umwelt, sprich all der Tiere und Pflanzen, die in dieser etwas schwierigen Situation klarkommen. Aber trotzdem leben die unter sich nach gewissen natürlichen Kriterien, also nach einer gewissen Räuber-Beute-Beziehung, nach einer gewissen, es gibt so und so viel zu futtern an der und der Stelle, dann ist die Biodiversität da und da so und so hoch, da gibt es so und so viel Wasser, da gibt es so und so viel Wasser, dann ist hier mal ein bisschen mehr los, da ein bisschen weniger, einfach nach den natürlichen Gegebenheiten. So, und in diesem natürlichen künstlichen Ökosystem, so nennen wir es jetzt einfach mal, da gibt es gewisse Regeln, die auch in jedem anderen völlig natürlichen Ökosystem gelten, nämlich gefressen und gefressen werden, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Und es gibt natürliche Gefahren, die dir ans Leder wollen. Du musst gleichzeitig gucken, während du die Gefahren abwehrst, dass du genug Futter bekommst, damit du selbst am Leben bleibst und als ultimatives Ziel dich nach Möglichkeit noch reproduzierst und für den Arterhalt beiträgst. Das wäre jetzt so, dass mehr oder weniger das, was die Tiere in Stadtnähe so treiben. Schönes Beispiel ist der Großstadtfuchs, von dem hat bestimmt jeder schon mal gehört, der da dann eben Mülleimer ausräumt und solche Späße. Inzwischen gibt es ja auch schon fast das stadtnahe Wildschwein, das Großstadtwildschwein, wenn man es so nennen möchte, das sich nur dann in die Stadt traut, wenn es gerade Hunger hat und danach wieder irgendwo im Wald, stadtnahen Wald verschwindet, das so halb urban, halb waldmäßig unterwegs ist. Ganz, ganz spannend, aber im Fall von eben tatsächlich unserer Hauskatze ist die in 99% der Fälle, zumindest da im städtischen Lebensraum tatsächlich auch genau in diesem unterwegs, macht Hinterhöfe unsicher, macht das bisschen an Grünfläche unsicher, was es da so gibt und macht alles unsicher, wo sie möglicherweise Beute finden kann. Und dabei, im Gegensatz zu allen anderen, die sich bei diesem Spiel beteiligen, ist sie eben gar nicht darauf angewiesen, Beute zu finden. Wenn es regnet, dann wird sie vielleicht nass, dann rennt sie nach Hause, dann kommt jemand mit dem Handtuch und rubbelt sie trocken oder föhnt sie oder was auch immer. Packt sie nur hoffentlich bitte nicht in die Mikrowelle. Alles schon vorgekommen. Gut, und das ist der wesentliche Knackpunkt. Ja, also die natürlichen Faktoren, die das Leben draußen immer zu einer riskanten Angelegenheit machen, die gelten für eine Hauskatze nur eingeschränkt. Ist eine Hauskatze verletzt, wird sie zum Tierarzt geschleppt und wieder zusammengeflickt. Ja, auch das steht einem Wildtier nicht offen. Ist ein Wildtier verletzt, ist es in 99%, also bei einer ernsthaften Verletzung ist es dann in 99% der Fälle hinterher tot. Weil einen Arzt gibt es da halt nun mal nicht. Ja? So, das gleiche bzw. eine ähnliche Kerbe haut. Hauskatzen sind auf einen eigenen Nahrungserwerb nicht angewiesen, also auch da nehmen sie am normalen Leben in einem natürlichen Gegebenheiten voraussetzenden Ökosystem nicht teil, weil
die kriegen die Dose aufgemacht, wenn sie nicht erfolgreich auf Jagd gewesen sind. Und selbst wenn sie erfolgreich auf Jagd gewesen sind, kriegen sie trotzdem eine Dose aufgemacht. Und wenn sie gar nicht jagen gewesen sind, dann kriegen sie auch eine Dose aufgemacht. Soll heißen, jagen ist für die Hauskatze, ich hatte es ja schon erwähnt, das ist jetzt mit dem Licht gerade alles ein bisschen unschön. Jagen ist für die Hauskatze ein Stück weit einfach nur ein Hobby. Ja, so muss man es tatsächlich irgendwo formulieren und nicht notwendig. Ja, in eine ähnliche Richtung, auch wieder wie die ersten zwei geht. Sie sind optimal vor der Witterung geschützt. Das heißt, ein besonders kalter Winter macht der Hauskatze nichts aus. Die hat eine Zentralheizung. Besonders nasse Witterung macht der Hauskatze nichts aus. Die hat ein Dach über dem Kopf. Und eine Hauskatze muss sich auch nicht weiter darum sorgen, dass sie irgendwie ihre Jungen durchbekommt. Ein Großteil von Hauskatzen hat ja sowieso das Problem nicht, weil sie ja gar keine Jungen haben soll. Man möchte ja nur eine Katze oder vielleicht möchte man auch zwei oder drei Katzen. Was man aber nicht möchte, ist ein ganzer Wurf Jungkatzen. Die werden dann fleißig verschenkt, möglicherweise auch ins Tierheim gebracht oder sonst wie. Aber das will man ja eher nicht. Ja, das ist auch durchaus ein Thema, dass das immer noch vorkommt, obwohl man das ja zu Recht nicht will. Das wäre auch durchaus ein Teil der Lösung, dass das auf ein Minimum reduziert wird, dass sich Katzen auch noch unter diesen optimalen Lebensbedingungen nennenswert fortpflanzen. Ja, jetzt kann man natürlich auch argumentieren, ja gut, aber die Katze hat doch ein Fortpflanzungsbedürfnis, man hält die Katze doch nicht artgerecht, wenn man der Katze nicht verwehrt, dass sie sich fortpflanzen kann. Das ist natürlich irgendwo richtig, aber sauschwieriges Thema, ne? Jo, und das ist es im Grunde. Und wegen dieser Faktoren ist die Katze ökologisch zumindest. Ökologische Sichtweise ist nicht unbedingt immer eine schöne und eine zufriedenstellende und eine mit Knutschi-Knutschi und Küsschen-Küsschen, sondern ökologisch sind Katzen gebietsfremde, invasive Arten. Man darf sie allerdings aufgrund ihrer besonderen kulturhistorischen und aktuellen Bedeutung allerdings auch nicht einfach wie andere gebietsfremde invasive Arten wie einen Waschbär oder ähnliches behandeln. Beim Waschbär ist das schon schwierig, also Waschbär in Europa, nicht Waschbär in den USA zum Beispiel. Aber beim Waschbär ist das schon ein großes, großes Thema, weil die sind niedlich. Die sind furchtbar und schlimm und invasiv und im Grunde aus ökologischer Sicht sollten die nach Möglichkeit wieder entfernt werden, ja? Ich sage das jetzt absichtlich politisch einigermaßen umschreibend, weil was ich meine ist, die müsste man im Grunde alle wieder töten, ja, um sie halt wieder loszuwerden letztendlich. Weil du kannst nicht jeden Waschbär fangen und ins nächste Tierheim stecken. Und die machen massive ökologische Schäden und im Grunde tut das die Hauskatze vielleicht nicht im Ausmaß wie der Waschbär. Ja, streng genommen ehrlich gesagt schon, sogar noch mehr, weil es einfach viel, 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 viel mehr Hauskatzen sind. Das tut die Hauskatze auch. Ja, und man muss jetzt wirklich diese Unterscheidung, man kann keine Unterscheidung machen, das ist der Knackpunkt. Ja, auch die Hauskatze ist eigentlich eine gebietsfremde, invasive, sprich das Ökosystem massiv beeinflussende, auf unfaire Art und Weise ist auch beeinflussende Art. So. Das ist jetzt nicht schön und insbesondere, wenn man seine Katze sehr gern hat, ist das auch erst recht nicht schön und die eigene Katze auch Freigänger ist. Aber das ist jetzt erstmal so. Tatsache. Okay, soweit so gut. Ja? Also das waren jetzt so die grundsätzlichen Hinweise. Wichtig ist nochmal, ganz, ganz wichtig, darum sage ich es auch gerne, wahrscheinlich noch ein drittes Mal, nur ca. 20% der Beutetiere, die eine Katze so macht, liefert sie daheim ab. Das heißt, wer denkt, die eigene Katze ist super lieb, die bringt fast nie irgendwas nach Hause, das ist total, total selten, dann muss man die Zahl dessen, was sie so nach Hause bringt, noch verfünffachen und dann hat man das, was sie tatsächlich so umbringt. Bei manchen Katzen, die bringen überhaupt nie was nach Hause und töten alles vor Ort und lassen es dann liegen oder fressen es dann teilweise doch noch auf und so weiter und so weiter. Aber das muss man sich immer klar machen, wenn man denkt, die eigene Katze sei nicht beteiligt. Hat eure Katze irgendwann mal was angeschleppt, dann müsst ihr die Zahl verfünffachen. Und wenn sie häufiger mal was anschleppt, dann erst recht die Zahl verfünffachen, weil dann ist das durchaus relevant. Und jetzt muss man sich noch vorstellen, dass wir teilweise Dichten von ein paar hundert Katzen pro Quadratkilometer haben, je nachdem im halburbanen oder eben tatsächlich ganz weit draußen irgendwo wohnen. Die Katze ganz weit draußen hat also eine andere Bedeutung für ihr Umfeld als die Katze im ohnehin schon Katzen
besiedelten Gebiet und katzendichten Gebiet, wo man aufpassen muss, wo man hintritt, um nicht auf eine Katze zu treten, gefühlt. Ja? Solche Regionen gibt es ja durchaus, die gibt es in Deutschland, die gibt es auch in anderen Teilen der Welt, zumindest mal in der Teilen der etwas reicheren Welt mit einer langen Katzentradition, und das ist halt definitiv ein Thema. So. Und jetzt ist es halt wichtig, dass wir nun mal unterscheiden, nämlich Katze ist nicht gleich Katze, und da gibt es verschiedene Formen von Katze, wie sie eben eine Rolle spielt für das Ökosystem. Auf Level 0 und damit die harmloseste Form von Katze ist tatsächlich die Hauskatze, im Sinne von eine Katze, die auch wirklich im Haus bleibt. Ja? Die geht nämlich nicht raus, dementsprechend kann sie auch selten was killen, was draußen unterwegs ist, und dementsprechend ist sie auch völlig harmlos. Ja? Wer also eine Hauskatze hat, die zu Hause bleibt, der braucht sich, was das angeht, jetzt tatsächlich nicht weiter sorgen und muss da auch nichts weiter unternehmen. Einziger Knackpunkt, auch wieder jetzt aus Sicht des Ökologen, nicht unbedingt jede Katze profitiert davon, wenn sie daheim gehalten wird, nie raus darf. Das ist nicht unbedingt für jede Katze eine artgerechte Haltung und kann dann durchaus bei der jeweiligen Katze zu ein bisschen ja, unschönen Lebensbedingungen führen. Ja? Aber wenn man das jetzt in Relation setzt zu den vielen Tieren, die sie ansonsten sinnlos umbringt, und nicht im Rahmen der natürlichen Mortalität, sondern einfach nur zusätzlich sozusagen umbringt, was irgendwo auch unsere Schuld ist, weil ohne uns gäbe es die Hauskatze ja in dieser Form nicht, ist es vielleicht, das muss jetzt jeder für sich selber wissen, das kleinere Übel, eine Katze mit einem gewissen Freiheitsdrang halt dann doch nur eingesperrt zu halten. Man kann ihr ja jede Menge Spielzeug und jede Menge Klettermöglichkeiten und was weiß ich was alles für tolle Sachen in die Wohnung bauen. Da gibt es auch ganz tolle YouTube-Videos dazu, was für Katzenparadiese manche Wohnungen sind, wo die Katzen nur indoor gehalten werden können. Und trotzdem dann da halt eben ein relativ katzenwürdiges Leben führen, solche Späße. Ne? Aber gut, das wäre so das kleinste Problem, beziehungsweise die Kein-Problem-Katze. So, Level 1 der Problemkatze ist dann der gelegentliche Freigänger, der aber größtenteils doch immer noch in der Wohnung bleibt. Also eine Katze, die hin und wieder mal in den Garten darf, den Garten möglicherweise auch verlässt und in Nachbarsgarten vorbeischaut oder auch in Nachbarsgarten und keiner so genau weiß, wie weit die eigentlich Strom hat. Im Fall von unserer Katze, da habe ich es mal ein bisschen beobachtet, die wohnt ja so im dörflichen Umfeld, sage ich jetzt mal, die macht sich aber hin und wieder, sehr, sehr selten, aber manchmal kann man sie dabei beobachten, manchmal kommt sie auch mit, wenn ich in den Wald gegangen bin, kam sie ein Stück weit mit, wollte sich dann aber auch nicht mehr nach Hause bringen lassen, weil ich die Katze nicht im Wald haben möchte, da hat sie nichts zu suchen, ja. Aber wenn man sie dann fangen möchte, weil sie dann genau weiß, oh, der will nicht, dass ich in den Wald gehe, dann geht sie erst recht in den Wald. Ja? Und dann ist sie halt im Wald, dann kommt sie aber trotzdem irgendwie heile wieder. Aber damit weiß ich, dass sie in ein relativ großes Streifgebiet von etwa 3 Quadratkilometern hat. Das ist schon recht ordentlich. Ja? Das ist schon wirklich ziemlich, ziemlich ordentlich. Und das, obwohl ich ja eigentlich davon ausgehe, dass sie nicht die schnellste, die fitteste und stärkste Katze ist. Aber scheinbar hat sie doch einen intensiven Instinkt, sich viel Land zu erschließen und dort nach dem Rechten zu sehen. Oder halt eben auch das eine oder andere mit Sicherheit auch zu erlegen, wenn sie mal was kriegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie allzu viel kriegt, weil sie halt wirklich ein bisschen lidiert ist. Durch vorangegangene anatomische Beeinträchtigungen. Das heißt, die Wirbelsäule ist nicht hundertprozentig gerade wieder verheilt. Sie hinkt ein klein wenig, aber das hält sie scheinbar nicht wirklich auf. Sie kann auch nicht ganz so schnell rennen, also galoppieren geht fast gar nicht. Aber ein schneller Trab, das funktioniert und das reicht ihr offensichtlich. Es ist ja nicht so, dass Katzen Hetzjäger wären, die hinter ihrer Beute hinterher galoppieren. Das Galoppieren der Katze ist ja mehr zu Fluchtzwecken, wenn halt irgendwas Größeres als sie selbst kommt, gedacht. Ja? Und drum ist es so schwierig zu sagen, geht die Katze wirklich nur in den eigenen Garten und in den Nachbargarten und in Nachbarnachbarsgarten und so weiter und so fort, oder hat sie halt doch noch ein viel größeres Streifgebiet. Aber in jedem Fall kann man ja ungefähr abschätzen, wie viel Zeit verbringt Katze drinnen, wie viel Zeit verbringt Katze draußen. Ist sie die meiste Zeit drinnen, hat sie gar nicht so viel Zeit draußen, was zu erlegen, insbesondere die aktive Zeit. Wer als Katzenbesitzer das so ein bisschen nachvollziehen möchte, der kann mal ganz grob, das ist nicht hochwissenschaftlich, aber ganz
ganz grob kann er mal versuchen, sich klarzumachen, Katzen haben so in etwa eine Aktivitätszeit am Tag zwischen 4 und 6 Stunden, an denen sie irgendwas anderes machen als dösen oder schlafen. Das ist also gar nicht so lang. Und wenn man jetzt eben da mal ein bisschen drauf guckt, wie viel Zeit ihre Aktivitätsphase verbringt sie denn im Haus und spielt mit einem selber, wie viel Zeit kann man sie selbst beschäftigen, wie lange lässt man sie rummauen, bis man ihr die Büchse aufmacht, wie lange wird sie gekrault, wie lange wird sie gestriegelt und wie lange wird sie rumgetragen und mit Babysprache besäuselt und solche Späße. Ja? Das spielt also alles eine Rolle, weil je mehr Zeit das ist, desto weniger Aktivitätszeit hat sie draußen. Das heißt, dann kann sie draußen auch weniger Zeit mit Jagen verbringen. Zumal sie draußen erstmal noch die Reviergrenzen markieren muss, sich mit anderen Katzen anlegen und sich gegenseitig anbrüllen oder alternativ dann halt auch mal auf die Nase geben und solche Sachen. Ja, insbesondere Kater sind da ja deutlich aggressiver unterwegs als Katzen. Selbst kastrierte Kater sind das in vielen Fällen. Was dazu führt, dass manchmal die Aggressivität auch eher von den Katzen ausgeht, weil die halt eben nicht in ihren Hormonhaushalt aktiv eingegriffen bekommen haben, in vielen Fällen. Naja, aber das ist so Katze Level 1. Ja. Gewisse Zeit ihres Lebens ist sie draußen und das bringt ihr einen gewissen Anteil an Zeit, in dem sie auf die Jagd gehen kann. Und das wird sie auch tun. Machen wir uns da nichts vor. Ja, aber das ist weniger dramatisch als die Hofkatze beispielsweise oder eine dem ganzen Dorf gehörende Katze. Das gibt es ja auch manchmal, dass es so einen Halbstreuner gibt, der zwar bei allen Leuten willkommen ist und diverse Anlaufpunkte hat, wo ihm die Büchse geöffnet wird oder ihr, häufig sind das ja auch Kater, und dann aber sonst im ganzen Dorf, in der ganzen Stadt unterwegs ist, ein großes, großes Streifgebiet hat und nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Zeit dieser Katze verbringt die irgendwo indoor. Vielleicht mal zum Schlafen, aber die meiste Zeit ist sie tatsächlich draußen unterwegs und das führt dazu, dass sie dann auch jede Menge Zeit hat, um draußen auf die Jagd zu gehen, da auch diese Katze nicht wirklich darauf angewiesen ist, sich zur Verpflegung mit Mäuschen und Ähnlichem zu versorgen. Vielleicht macht sie es teilweise, vielleicht frisst sie häufiger mal eine Maus oder einen Vogel, dass die auch ein bisschen zur Verpflegung beitragen, aber auch dieser Typ von Katze hat noch eine primäre Energiequelle sozusagen. Der Klassiker für dieses Beispiel einer Katze ist die Hofkatze, die zu einem Bauernhof gehört und tatsächlich noch die Aufgabe hat, Schädlinge und Mäuse und so weiter, also sogenannte Schädlinge, vom Hof fernzuhalten, die dann auch nicht so oft im Haus ist, aber ein klares Zuhause hat, die also kein Streuner ist. Diese halbstreunenden Katzen, die aber so ein bisschen mitversorgt werden, genießen in letzter Zeit immer wieder sehr, sehr hohes Ansehen in Städten und Dörfern. Das kann ich ja ehrlich gesagt emotional auch vollkommen nachvollziehen, die sind aber ökologisch gesehen durchaus problematisch. Oder auch Katzen, die mehreren Leuten gehören, in Anführungszeichen, weil sie halt so ein paar Familien haben, bei denen sie ständig vorbeikommen und umsorgt werden und die tun sich dann zusammen und zahlen gemeinsam die Tierarztrechnung, wenn mit dem Katzentier mal was nicht in Ordnung ist und solche Späße. So, und die letzte Kategorie, man kann natürlich noch mehr Kategorien aufmachen, das noch feiner differenzieren, wenn man möchte. Ich sage jetzt mal Level 3 problematische Katze ist tatsächlich die vollständig, ja oder fast weitgehend wilde Hauskatze, verwilderte Hauskatze, die dann eben wirklich zu ihrem einerseits wieder richtig im Ökosystem beteiligt ist, weil sie so sehr verwildert ist, dass sie eben nicht irgendwo die Büchse geöffnet bekommt. Andererseits aber auch für ihre komplette Ernährung aufs Jagen angewiesen ist und dementsprechend viel mehr jagt und in vielen Fällen keine nennenswerten Probleme hat, genügend Nahrung dann auch entsprechend zu finden. Ja, weil sie halt so ein effizienter und hoch angepasster, spezialisierter Jäger ist. Ganz problematisch wird's, wenn dann die wild verwilderten Katzen, nicht die Wildkatze, das ist ja nochmal was anderes, aber die verwilderten Katzen sich zusammentun zu einer Katzenkolonie. Das gibt's zum Beispiel in ärmeren Stadtvierteln, größerer, nicht ganz so reicher Städte. Und dann eben als Katzenkolonie wirklich große Schäden und großen Einfluss auf das umliegende Gebiet ausüben. Und bei solchen Fällen, ich will gar nicht so sehr um die Katzenkolonie-Geschichte reden, sondern bei der privat besessenen, also Katze mit Besitzer, kann man sich natürlich sowieso immer kloppen, inwiefern Tiere einen Besitzer haben, aber egal, tun wir jetzt mal so, als sei das legitim. Und ein Tier ist natürlich eine Sache, rechtlich gesehen, wissen wir ja alle, ne? Und das ist, tun wir jetzt mal so, als sei das in Ordnung.
Aber diese Katzenkolonien, diese wilden Katzen, die sind tatsächlich auch häufig noch ein größeres Problem, eben gerade aufgrund der Menge, aufgrund der Unkontrollierbarkeit, aufgrund der Tatsache, dass die dann möglicherweise auch irgendwann noch Krankheiten übertragen könnten und so weiter und so weiter. Und wenn man die entfernen möchte, wäre das tatsächlich jetzt rechtlich gesehen relativ simpel mittels Fangen und ja, Loswerden getan. Aber da ist dann auch wieder problematisch. Könnte man jetzt sagen, ja gut, dann lösen wir das Problem doch so. Die gehören ja keinem, da hat ja keiner ein großes Interesse dran. Aber nach wie vor gibt es eben einen Haufen Menschen, die große Katzenliebhaber sind. Die haben dann damit sehr wohl auch ein Problem und würden am liebsten alle von diesen wilden, streunenden Katzen bei sich aufnehmen. Nur geht das halt technisch bedingt wahrscheinlich nicht. So, aber diese Katzenkolonienummer, das ist eine ganz andere Sache. Auch die wild im Wald wildernde Katze ist eine ganz eigene Sache. Die darf in vielen Bundesländern, zumindest in Deutschland, immer noch geschossen werden. Viele Jäger trauen sich aber nicht, Katzen zu schießen, weil wenn sie dann doch jemanden gehört hat und das kommt irgendwie ans Tageslicht, dann bist du den Rest deines Lebens der Arsch im Dorf. Ja? Und daher trauen sich das viele Jäger nicht, auch wenn sie rechtlich da auf der sicheren Seite wären, was man menschlich auch verstehen kann. Sowohl die Sicht des Jägers, dass er nicht der Arsch sein will, als auch kann ich menschlich persönlich auch nachvollziehen, dass wenn du einem kleinen Mädchen die Katze wegschießt und das kleine Mädchen dann öffentlich auf der Hauptstraße im Dorf heult, dass ihre Katze weg ist und sie vorher überall Schilder aufgehängt hat, Katze fehlt, wo ist Lucky oder was auch immer und dann kommt raus, der Heinz Hermann hat ihn erschossen, da möchte ich nicht der Heinz Hermann sein, ganz ehrlich nicht. Ja? Und dann kann ich auch den Zorn von der kleinen Dominique Chantal nachvollziehen, die auf den Heinz Hermann hat. Also die menschliche Komponente ist bei dieser ganzen Katzenthematik auch wieder extrem wichtig. Da kannst du nicht einfach nur mit Ökologie dran gehen, gebietsfremde invasive Art muss weg, Thema gelöst. Das funktioniert hier nicht. Das funktioniert hier überhaupt nicht. So, jetzt nächster Punkt, ja, ganz wichtiger Punkt, dass ein Raubtier ist. Und ja, ich sage immer noch Raubtier, der blöde Beutegreiferbegriff, weil der so schön neutral ist und politisch korrekt, der kann mich mal. Prädation, um es mal wissenschaftlich auszudrücken, ist per se überhaupt nichts Schlimmes und gehört in ein natürliches Ökosystem rein. Und dass ein Tier, das nun mal zum Leben auf Fleisch angewiesen ist, an andere Tiere dafür tötet, ist per se auch überhaupt nichts Schlimmes und gehört in ein Ökosystem rein. Jetzt ist aber wirklich ausschlaggebend, in welchem Ausmaß und unter welchen Bedingungen das Ganze eben stattfindet. Und das ist der Knackpunkt mit der Katze. Ne? Also das dürfen wir einfach nicht vergessen. Wir werfen der Katze hier nicht vor, dass sie per se einfach mal hin und wieder was futtert, sondern die Umstände und die Menge, in der sie das tut und die großartige Gesundheit, die sie meistens besitzt, die sie dazu befähigt, das auch im sehr, sehr großen Umfang zu tun. Davon abgesehen, Katze kann 20 Jahre alt werden, eine Hauskatze. Ein freier Wildbann, eine Wildkatze, die wird vielleicht mal 8, manchmal vielleicht 10, aber dann ist aber auch Schluss. Also auch schon die Lebenserwartung führt hier einfach über dieses lange, vergleichsweise lange Leben einer Hauskatze und durchaus möglich, dass die noch bis 14, 16, 17 Jahre Mäuschen fangen kann. Das führt da einfach zu einer enormen Gesamtmenge an, nicht nur Mäuschen, eben auch Vögel. Und das ist auch der wesentliche Knackpunkt. Mäuschen kann eine Rolle spielen, ja? Beispiel USA mit den wilden Mäusen und der Hausmaus, aber wesentlicher Knackpunkt sind die Vögel. Also per se erstmal nichts Schlimmes, aber von welcher Größenordnung Prädation durch Katze reden wir denn hier? Bei den Vögeln insbesondere, nur damit wir uns das jetzt wirklich mal klipp und klar machen. Ich sage, wenn ich Beispiele bringe, was alles Vögel umbringt, bei weitem um das was weiß ich wie vielfache mehr Vögel umbringt als Windkraftanlagen, da sage ich zunächst mal Autoverkehr bzw. Straßenverkehr generell und Industrieanlagen, sowas in die Richtung, das schreddert, ich glaube 10-mal oder Quatsch, 20, 30, 40-mal so viel Vögel wie Windkraftanlagen und Fensterscheiben, völlig sinnlos, ohne dass es zu irgendwas gut ist, killen massiv viele Millionen von Vögeln, das ist jenseits von Gut und Böse. So, Katze nochmal doppelt so viel.
Je nachdem, in welcher Region man sich so befindet, insbesondere in den USA, ist es wirklich irre, wie viele Milliarden Vögel, pro Jahr tatsächlich von Hauskatzen gekillt werden. Das ist also wirklich eine unglaublich hohe Zahl und da sind sich tatsächlich die Forschenden auch recht einig darin, dass diese Zahlen gar nicht mal so unrealistisch sind. Ja, wenn man nämlich die Zahl der Hauskatzen nimmt, plus das, was die so an Vögeln killen, plus die Dunkelziffer, dass wir überhaupt nicht nachvollziehen können, was die so killen, dann kommen da wirklich extrem hohe Zahlen bei raus, auch gerade in großen Landschaften, in denen es dann zum Teil auch noch sehr viele Vögel gibt. Und insbesondere zum Beispiel auch Landschaften, in denen jeder Tierfreund sich ein Vogelhäuschen in den Garten stellt. Die Vögel, weil es einen harten Winter gibt, den Winter über auch sehr gerne im besagten Garten vorbeikommen. Aber die Katze auch im besagten Garten vorbeikommt. Und der Besuch beim Vogelhaus als nette Geste gemeint, eine gewisse Todesfalle und ein Buffet für die Katze geworden ist. Ja, also auch sowas gibt es. Und das darf man alles nicht vergessen. Aber die Menge an Singvogel insbesondere. Teilweise auch an etwas selteneren Vögeln und gerade an Vögeln, die in ihrem natürlichen Ökosystem so gar nicht mehr sein können, die dann von der Katze gekillt werden, weil sie in ein Alternativökosystem namens Stadt ausweichen müssen, die ist leider besorgniserregend hoch. Man kann das alles noch nicht so hundertprozentig wirklich hieb- und stichfest mit exakten Zahlen belegen, aber die Schätzungen haben auch eine enorm breite Spielweite. Aber selbst wenn wir den geringsten Wert in der Schätzung annehmen, dann ist der immer noch viel, viel, viel zu hoch. Ja, das spielt also schon eine entscheidende Rolle. Nochmal, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass die Katze jetzt 100% weg muss und böse, böse ist. Die Katze selber kann da sowieso überhaupt nichts dafür. Die hat ihre Instinkte, denen muss sie nachgehen, wie jedes andere Tier auch. Und aber wir können das nicht ignorieren und wir können es eigentlich auch nicht wirklich kleinreden, wie viele Vögel das denn eigentlich sind. So, wichtig nämlich auch bei dieser Prädation an sich, ja, was genau wird gefressen? Ist es ein Vogel, der eine extrem hohe Reproduktionsrate hat und, keine Ahnung, 20 Eier im Jahr legt und davon kommen 18 Küken raus und von denen kommen nochmal 10 durch und nächstes Jahr machen sie das wieder und dann werden sie auch noch 10 Jahre alt und dann produzieren die 100 Nachkommen im Laufe ihres Lebens, dann können die auf vermutlich 60-70% dieser Nachkommen in relativ kurzer Zeit wieder verzichten und es gibt trotzdem noch ein Bestandeswachstum. Ja, also da können ganz, ganz viele von gefressen werden. Da wäre dann also auch eine starke Prädation wie die durch die Katze und die Zahl von Milliarden von Vögeln, die gefressen werden, die muss relativ gesehen werden in der Reproduktion dieser Vögel. Ja, und da das ja Stadtvögel in vielen Fällen sind, die ebenfalls davon profitieren, dass sie halt irgendwo in der Stadt sind, was zumindest die Nahrungsaufnahme in vielen Fällen, je nach Vogel, relativ einfach macht. Zum Beispiel der Spatz, der neben der Pommesbude unterwegs ist oder die Taube, die neben der Pommesbude oder wer auch immer neben der Pommesbude einhappen Pommes, das reicht den ganzen Tag. Das ist eine derartige Energie, das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber trotzdem, Zugang zu Pommes, die runtergefallen sind, ist eine derart hochenergetische Nahrung für viele Tiere, dass die da, was ihre Nahrungsversorgung angeht, überhaupt keine Probleme haben. Dann werden die eine sehr hohe Reproduktionsrate haben, wenn da nichts anderes dagegen spricht, wie eben die Katze, und dann gibt es da überhaupt keine Probleme und dann ist eigentlich auch genug Vogel für die Katze da, in so einem Szenario. Ja, in einem anderen Szenario, wo der Vogel nur auch deswegen in der Stadt vorkommt und auf die Stadt ausweichen muss, weil er eigentlich ein Feldvogel ist, aber es vor der Stadt kein Feld mehr gibt, sondern nur noch ein Maisacker und auch nicht in den Wald ausweichen kann, weil er nun mal kein Waldvogel ist und das Ersatzökosystem Stadt ihn dann immer noch lieber ist als das Ersatzökosystem Wald, wo ihn dann der Baumarder frisst und so weiter und so fort. Und dann geht er in die Stadt und da frisst ihn dann die Katze, wenn es nicht der Stadtfuchs ist. Aber Stadtfuchs lebt im Wesentlichen von Abfall. Ja, die Katze, die lebt überall. Ja, das ist auch nochmal entscheidend. Der natürlicherweise in der Stadt eingewanderte Prädator in Katzengröße, der im Ökosystem die Rolle hat, die Katze einnehmen würde, wenn es den Fuchs nicht gäbe und die Katze natürlich wäre, beziehungsweise sich die Rolle des Mäusejägers mit der natürlich vorkommenden Wildkatze teilt, der Fuchs. Ja, der ist in der Stadt weitestgehend Aasfresser und Vegetarier und fängt nur ganz selten mal noch eine Maus. Während wiederum die Katze, obwohl sie überhaupt nichts fangen muss,
trotzdem nur und ausführlich für eben den Rückgang von Mäusen und sonstigen Kleintieren in der Stadt verantwortlich ist. Nicht nur, aber doch zu wirklich relevanten Teilen, vermuten wir. Vermuten wir, ne? Muss man nochmal dazu sagen. Man kann das nicht hundertprozentig messen. Gut, ja, also da kommt es ganz stark drauf an, welches Tier betrachten wir. Ist es ein ohnehin schon aus seinem natürlichen Lebensraum vertriebenes Tier, das im Ersatzlebensraum unterwegs ist, oder ist es jemand, der vom Stadtlebensraum wahnsinnig profitiert und da gedeiht wie noch nie zuvor? Das spielt eine Rolle. So. Und was ebenfalls eine Rolle spielt, ist eben die unterschiedlichen Katzendichten bei unterschiedlichen Katzen. Sprich die Bauernhofkatze, die auf dem Bauernhof mitten im Nirgendwo unterwegs ist. Meinetwegen hat der Bauernhof einen Kilometer weiter auch noch so eine Katze und der einen Kilometer weiter hat auch noch so eine Katze. Meinetwegen haben sie auch jeweils zwei. Ja? Dann ist das immer noch eine viel geringere Katzendichte. Diese Katze hat zwar die Aufgabe, alles zu killen, was sie finden kann, und das macht sie wahrscheinlich auch, aber damit kommt da trotzdem nur ein viel geringerer Prädationsdruck pro Fläche zusammen. Die Katze hat auch ein natürlicheres Umfeld. Die Tiere leben, sofern es insbesondere Tiere sind, die an Landwirtschaft angepasst sind, das gibt es ja inzwischen auch. Ja, Vögelchen, die sich im Maisacker ganz wohlfühlen und solche Späße. Viele sind es nicht, aber geben tut es das. Oder sowas wie die Feldmaus, die dich über Weizen durchaus freut. Das Problem ist nur, dass der Weizen dann halt irgendwann geerntet wird und dann freut sie sich nicht mehr. Oder der Feldhamster insbesondere. Der kann mit Weizen auch sehr, sehr viel anfangen. Nur braucht er ein Rückzuggebiet, während der geerntet wird, und ein bisschen was davon sollte übrig bleiben, nachdem der geerntet worden ist. Aber das ist ein anderes Thema, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Der Feldhamster ist ja wirklich auch ein massiv vom Aussterben bedrohtes, wunderbares, ganz großartiges Tier, der auch dringend Hilfe bedürftig wäre. Nicht nur wäre, sondern ist. So. Und jetzt macht eine Katze in diesem Umfeld und in diesem Umfang wahrscheinlich recht wenig Schaden. Ja? Also da geht das dann schon noch mit der Freiläuferkatze. Und ursprünglich waren ja auch nur solche Katzen Freiläuferkatzen. Weil in der Stadt hat ja gar nicht jeder eine Katze gebraucht. Die hätte man nur füttern müssen, weil sie nicht genug Mäuse gefunden hätte, weil es genug Katzen gab für genügend Mäuse. Und das hat sich ganz gut die Waage gehalten. Aber seit die Katze halt so ein Stück weit auch so ein Lifestyle und auch durchaus ein wirtschaftlich relevantes, ja, wirtschaftlich relevanter Lebensbestandteil geworden ist, sprich Shiba-Katzenfutter und bunte Bändchen und Katzenfriseur, und das gibt es doch bestimmt alles inzwischen, und Pediküre für Katzen und was weiß ich was alles für ein Unsinn, da inzwischen auch erfunden wurde von den Leuten, die Geld verdienen wollen. Nicht, dass Geld verdienen wollen per se jetzt schlimm wäre, aber ja, wo ein Markt da auch irgendwo, beziehungsweise wo eine Nachfrage, da ein Angebot, sagen wir es mal vorsichtig. Ja? Das ist also auch nochmal ganz klar zu unterscheiden und wichtig, dass man das noch im Hinterkopf behält, wo es halt eben relevant ist, dass die Katze vielleicht besser drin bleiben sollte, auch wenn das nicht wirklich realisierbar ist, und wo es nicht so relevant ist, dass die Katze besser drin bleiben sollte. Ja. Warum sind übrigens Vögel insbesondere gefährdet, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, das soll ich noch erzählen. Das liegt einfach daran, dass es denen in der Stadt häufig an katzensicheren Bruträumen fehlt, dass sie dann teilweise auf dem Balkon oder an sonstigen relativ menscheneinsehbaren Plätzen nisten, die dann auch für Katze einsehbar sind, und dann kommt Katze vorbei und dann ist die Brut plötzlich verschwunden und keiner weiß, wo sie hin ist. Das passiert recht häufig. Ja, man hat irgendwo ein Vogelnest in Sichtweite, das befindet sich vielleicht möglicherweise auch in Reinguckhöhe in irgendeinem leichten Busch, den es dann halt eben auf einer kleinen Grünfläche in der Stadt irgendwo gibt. Und da geht man regelmäßig vorbei und guckt da rein und zeigt den Kindern, guck mal, da sind Eier, und irgendwann sind da sogar Küken. Und man zeigt den Kindern, guck mal, da sind Küken. Und eines Tages geht man vorbei und die Küken sind plötzlich weg. Und eben waren sie noch klein. Die sind jetzt nicht in Rekordzeit gewachsen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit hat sie tatsächlich, muss natürlich nicht so sein, aber mit großer Wahrscheinlichkeit hat sie die Katze entdeckt und jetzt sind sie halt weg. Ja? Und das muss man dem Kind dann erklären mit, ja, die sind schon ausgeflogen, ja, die sind ganz schnell groß geworden. Ja, alles ist gut, alles ist gut. Ja? Würde ich auch so machen. Aber
entspricht nicht der Realität. Und das kommt ganz, ganz häufig vor, dass Katzen dann eben, und damit kommen auch deutlich größere Stückzahlen an gekillten Viechern zusammen, weil die gleich ganze Nester eben ausräumen. Die kommen auf das bisschen, was an kleinen Bäumchen auf der Grünfläche so rumsteht, kommt eine Katze problemlos hoch, schnappt sich dann, was da im Nest ist. Entweder beißt es einfach kaputt und schmeißt es runter, krallt es kaputt und schmeißt es runter. Manchmal frisst es vielleicht auch auf. Vogelküken könnt ihr mir vorstellen, schmeckt ganz gut. Die Eier holen sie sich auch häufig. Und nochmal, ich liebe Katzen, gar keine Frage. Aber das ist schon ein Problem. Ne? Tatsache. Deswegen, unter anderem deswegen sind Vögel besonders gefährdet. Außerdem fehlt es einfach im stadtnahen Gebiet an an katzensicheren Brutstätten. Ja? Wir haben also keine Dornenhecke, kaum. Wenn man mal eine Dornenhecke irgendwo hätte, das wäre ideal für den Vogel, da kann der so viele Nester reinbauen, wie er lustig ist. Katze geht da nicht rein, jedenfalls nicht im nennenswerten Ausmaß. Überhaupt Hecken, es fehlt einfach schlicht und ergreifend an Hecken, an dichter Vegetation als Rückzugsort für den Vogel, an hohen Bäumen als Zwischensitzpunkt für den Vogel, oft auch als Punkt, wo er Nahrung findet für den Vogel. Die paar hohen Bäume, die da sind, werden dann häufig auch von den ökologisch potentesten Vögeln besetzt, zum Beispiel Rabenvögel im weiteren Sinne. Ja, die hocken dann da ja gerne drauf, machen da auch große Kolonien, das ist auch ihr gutes Recht, das dürfen sie auch gerne. Und man kann ihnen dabei auch sehr interessiert zugucken. Wir haben zum Beispiel eine am Bahnhof, die ich immer gerne beobachte, während ich auf den Zug warte. Da habe ich immer was zu tun. Da kann man prima den Krähen zugucken, was sie da gerade treiben, an Socializing. Und aber davon abgesehen, dadurch, dass dann die Vögelchen auch die ganze Zeit auf die Katzen aufpassen müssen, haben die auch einen Mordstress und können gar nicht so viele Jungen durchkriegen, weil sie dauernd damit beschäftigt sind. Zum Beispiel eine Amsel. Jeder ist schon mal von der Amsel angeschimpft worden, wenn er irgendwo rumgelaufen ist und dann fliegt plötzlich die Amsel davon und schimpft. Möglicherweise hockt sie auch auf irgendeinem Ast und schimpft einen aus. Die hat so einen bestimmten Schimpfruf. Könnt ihr mal googeln, da kann man das. Kann man auf Wikipedia sogar anhören, den selbigen meine ich. Und wenn die dauernd damit beschäftigt sind, weil ständig eine Katze dabei kommt, zu warnen, die Katze zu vertreiben, die Katze mit Flügel schlagen und mit Schreien versuchen, eben abzuwehren vom Nest auch vorzulocken. Viele Vögel haben auch so eine Strategie, dass sie sich selber als Lockvogel im wahrsten Sinne des Wortes verwenden, um eben deren Raubtiere von ihrem Nest wegzukriegen und die in eine andere Richtung zu locken. Das braucht Zeit. Zeit, die ihnen dann fehlt, um Würmchen zu sammeln für den eigenen Nachwuchs. Das heißt, weniger Nachwuchs kommt durch. Grundsätzlich können auch nur weniger Eier gelegt werden, weil das Weibchen gar keine Zeit hat, sich genug Fressen zu suchen, um genügend Eier produzieren zu können letztendlich. Auch dafür ist ja Futter erforderlich, Biomasse erforderlich, um genug Eier machen zu können letztendlich. Und das spielt alles mit eine Rolle. Ich kann beim besten Willen nicht alle Faktoren, die da eine Rolle spielen, jetzt hier aufzählen. Viele, viele wissen wir vielleicht auch noch gar nicht. Aber das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und das Interessante ist, so ein Faktor wie die schiere Anwesenheit der Katze, dass die Lebensumstände der Vögel im Stadtraum, die dann ständig von der Anwesenheit von Prädatoren bedroht sind, die da eigentlich normalerweise gar nicht sein würden und für Vögel normalerweise gar nicht relevant sein würden, weil ein Fuchs klettert nicht auf den Baum. Das verändert das Gesamtgefüge im städtischen Ökosystem. Ja? Das ist zwar, wie wir schon gesagt haben, nicht wirklich ein natürliches Ökosystem, aber für die Tiere, die da leben, ist das schnurzpiep egal. Die müssen da trotzdem klarkommen. Und die kommen da weniger gut klar, wenn da halt eben auch noch die Katz geht um. Gespielt wird. Der Fuchs ist da wirklich ein viel, viel, viel geringeres Übel. Als Bodenbrüter hast du in der Stadt sowieso keine Chance. Darum ist diese Tatsache, dass Katze auf Baum klettern kann, auch wenn sie hin und wieder von der Feuerwehr davon gerettet werden muss. Das ist ein ganz essentieller Schritt, der ihr so ein hohes ökologisches Potenzial inklusive so ein hohes ökologisches Schadpotenzial zur Verfügung stellt. Genau das gleiche Phänomen, was wir mit dem völlig unkritisch und unzweifelhaft als schlimm zu bewertenden Waschbär haben. Auch da ist die Fähigkeit, dass der auf Bäume klettern kann und auch noch Viecher aus dem Wasser rausholt, macht den zu wirklich einer furchtbaren invasiven Art. Ganz, ganz schlimm fürs Ökosystem. Es kann dann übrigens auch passieren, dass Vögel, die in der Stadt gut klarkommen würden, wieder auf ihren ursprünglich verlassenen natürlichen Lebensraum zurückgreifen, weil es da weniger Katze gibt. Aber ursprünglich haben sie diesen Lebensraum, sprich das Feld, das kein Feld mehr ist, sondern jetzt ein Acker,
ja verlassen, weil sie da nicht mehr klarkommen. Jetzt müssen sie da trotzdem wieder hin zurück, trauen sich auch nicht wieder in die Stadt als Ausweichlebensraum zu gehen und kommen aber in ihrem ursprünglichen Lebensraum auch wieder nicht klar. Und dann gibt es überhaupt keinen Lebensraum mehr, wo die irgendwie sein können. Heißt, ihren natürlichen Lebensraum haben wir ihnen weggenommen, weil wir Hunger haben und Landwirtschaft betreiben müssen. Ein Stück weit ist das ja auch so, dass wir das müssen. Ne? Das müssen wir auch nicht vergessen. Das ist ja nicht nur schlimm, sondern natürlich müssen wir irgendwo Landwirtschaft betreiben. Das geht nicht anders. Wenn man nicht alle von jetzt auf gleich sagen, oh, wir sterben aus, freiwillig, so, jetzt, klick, Schluss. Ne? Das ist ja Quatsch. Habe ich auch schon mehrfach erklärt, aber es gibt immer mal wieder Kommentare von vermutlich jungen Menschen, die das als einfache Lösung irgendwie vorschlagen, dass man die Landwirtschaft einfach weglassen sollte und solche Sachen. Gut, gut, aber reicht zu dem Thema wirklich. Nächstes Problem der Katze ist die Hybridisierung mit der Wildkatze. Das heißt, auch die Wildkatze ist von der Hauskatze gewissermaßen bedroht, nicht weil die sich gegenseitig an den Kragen gehen, sondern schlicht und ergreifend deswegen, weil eben Wildkatze und Hauskatze sich gelegentlich mal paart. Insbesondere ein Hauskater kann sich gerne mit einer Wildkatze paaren und dann gibt das eine F1-Hybridisierung. Die ist dann meistens vom Lebensstil her noch eine Wildkatze. Wenn die sich jetzt aber nochmal da ein Nachkomme von dieser Original-Wildkatze mit den Halb-Hauskatze-Nachkommen nochmal mit einer Hauskatze paart, dann geht irgendwann einfach die Genetik der Wildkatze verloren. Da entsteht dann irgendein wahrscheinlich durchaus lebensfähiger Hauskatzen-Wildkatzen-Hybrid, aber auf dem Wege kann tatsächlich die ohnehin sehr seltene, die hat sich zwar in den letzten Jahrzehnten erholt, aber die immer noch sehr seltene und nicht gänzlich frei von Aussterbensbefürchtungen, Wildkatze kann dadurch durchaus bedroht werden und der ihr Genpool, der über Jahrtausende, viele Jahrtausende auf eben das Leben in unseren Wäldern angepasst ist, während der Genpool der Hauskatze so Dinge enthält, Wie bist du besonders niedlich, um dein Futter zu bekommen? Auch das Miauen, was unsere Hauskatze tut, ist ja nur dafür da, die menschliche Aufmerksamkeit zu gewinnen, um uns zu sagen, was sie von uns will. Viele Katzen sind ja durchaus in der Lage, verschiedene Miaus für verschiedene Bedürfnisse abzugeben. Zum Beispiel, das mach mir eine Dose auf, Miauen, das lass mich raus, Miauen, das ich möchte gern gestreichelt werden, Miau. Diese drei Miaus, viele Hauskatzen können da eine gewisse Unterscheidung machen, dass ihr Besitzer auch gleich weiß, was die jetzt von einem wollen. Es gibt auch ein Begrüßungsmiau, was meistens so ein Knurrlaut, so sowas kann ich nicht nachmachen. Aber auch das ist ein spezieller Laut nur für uns Menschen. Den Katzen in ihrer evolutionären Anpassung besser mit uns umzugehen, uns besser zu gefallen, dadurch mehr Leben, mehr Futter zu bekommen, mehr Liebe, mehr Fürsorge, mehr Tierarztbesuch, auch wenn sie da nicht freiwillig hingehen, gut tun tut es ihnen ja trotzdem. Also die Hauskatze unterliegt sehr wohl einer gewissen evolutionären Anpassung. Das sind alles Gene bzw. Evolutionäre Anpassungsschritte, die Wildkatze nicht braucht und die Wildkatze weniger anpassungsfähig auf ihren eigenen Lebensraum, in dem wir keine Rolle spielen, macht. Daher ist das schon eine gewisse Bedrohung, wenn die sich gegenseitig verpaaren und zu so einer Hybridkatze, auch wenn die wahrscheinlich nach wie vor überlebensfähig ist, werden. Wie überlebensfähig diese Hybridkatze das dann aber sein wird, da kann man sich streiten. Aber die Originalwildkatze, wie sie seit Jahrtausenden hier vorgekommen ist, wäre dann verloren, wenn nur noch anteilige Gene von hier vorhanden sind. Das ist keine rein rassige, vorsichtig bei diesem Wort, ne? Aber darf man es, glaube ich, trotzdem so nennen. Reinartige muss man da sagen, Wildkatze mehr gibt. So. Inzwischen ist der Sonnenstand wieder einigermaßen brauchbar. Und bevor ich jetzt weiter schimpfe und wir weiter Probleme definieren, ohne einen Lösungsvorschlag anzubieten, was ja immer etwas kontraproduktiv ist, möchte ich jetzt genau das noch tun, nämlich ein paar Lösungsvorschläge in den Raum schmeißen. So. Lösungsvorschlag Nummer 1, den ihr bitte nicht in die Kommentare schreibt, weil sonst werde ich böse, ist, die Katzen müssen weg. Ist das Quatsch? Natürlich ist das völlig unvorstellbar. Das wird nicht passieren. Dafür gibt es viel zu viele Liebhaber von Katzen. Mich eingeschlossen. Ja, da hätte ich auch massive Schwierigkeiten, damit irgendwie eine Lösung in diese Richtung auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen. Das geht schlicht nicht. Das ist auch politisch völlig undurchsetzbar. So,
Level 2, beziehungsweise vielleicht immer noch sehr, sehr extrem und auch nicht realistisch, aber würde das Problem theoretisch lösen. Wir haben schon gesagt, alle Katzen müssen drinnen bleiben. Gehen die nicht mehr raus, können sie draußen auch keinen Schaden anrichten und dann hat sich das Problem erledigt. Garantiert lässt sich das nicht durchsetzen. Kannst du vergessen, irgendwo auf dem Dorf den Katzenmüttern und Katzenvätern vorzuschreiben, dass ihre Katze jetzt drinnen zu bleiben hat. Das bricht einem ja das Herz, wenn die vor der Tür steht und Mau, Mau, Mau und so weiter. Ja, muss ich niemandem erzählen, der eine Katze hat oder jemanden kennt, der eine Katze hat. Die will unbedingt raus, die versteht nicht, dass sie nicht raus darf. Es ist schon schlimm genug, wenn man sie mal ein paar Tage wegen Krankheit, wegen Verletzung, wegen was auch immer, wegen frisch eingesprüht mit Antizeckenzeug und so einem Zeug nicht rauslassen darf. Das ist furchtbar, das bricht einem das Herz. Das kannst du als Katzenbesitzer nicht wirklich machen. Und ich kann mir also auch nicht vorstellen, dass sich dafür eine Mehrheit finden lässt. Auch wenn man als Katzenbesitzer häufig auch ein Freund von Vögeln, ein Freund von sonstigen, von Mäuschen und von allen Tieren in vielen Fällen sicherlich ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das wirklich realisieren lässt. Für manche Katzen, je nach Charakter der Katze, je nach Wohnsituation, kann man vielleicht einen Katzenspielpark sozusagen in seinen Garten bauen. Also wirklich einen ganz großen, überdachten, ja, so eine Art Vogelvoliere, so ähnlich, mit ganz vielen verschiedenen Klettermöglichkeiten und Spielsachen für die Katze, wo sich die Katze richtig toll rumtreiben kann, auch beobachten kann, was draußen so passiert. Das machen Katzen ja gerne. Viele Katzen sitzen ja gerne am Fenster und gucken einfach raus, was draußen so los ist. Die sehen ja sehr gut, das dürfen wir nicht vergessen. Also Sachen zu beobachten und zu überlegen, was man damit möglicherweise anfangen, also fressen, beziehungsweise zumindest mal töten und dann nicht fressen, wenn man schon satt ist. Ja, über solche Dinge denkt die Katze nach, wenn sie auf die Straße blickt und aus dem Fenster guckt und so weiter und so fort. Vermutlich. Ja, möglicherweise denkt sie auch darüber nach, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen kann. Kein so unrealistisches Unterfangen. Hm? Ne, YouTube hat da ja mitgeholfen mit lustigen Katzenvideos. Also Hausarrest. Unwahrscheinlich. Sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Wie wäre es mit zeitweise Hausarrest? Nämlich zur Brut- und Setzzeit, wenn die Vögel ihre Jungen haben und die Katze in der Lage ist, gleich ganze Gelege zu vernichten, mit einmal mal eben schnell ein Nest ausgeräumt, dann ist das Schadpotenzial der Katze am größten. Und da macht es dann am ehesten Sinn, dass die Katze mal drin bleiben muss. Das wäre zum Beispiel jetzt gerade noch so der Fall und bald, ja, also eigentlich schon nicht mehr, eigentlich schon fast nicht mehr. Aber so die spätes Frühjahr bis Frühjahr, Sommer, so in diesem Bereich, teilweise auch frühes Frühjahr, hängt von der Region ab, müsste man dann regional sagen, wir haben hier folgende Vögel schwerpunktmäßig, die haben dann und dann Brut- und Setzzeit. Also Setzzeit ist nicht Vögel, sondern das Reh setzt zum Beispiel, ne? Also das sind dann andere Tiere, aber auch für Kaninchen oder Hasen. Viele Katzen fressen richtig viele Jungkaninchen und Junghasen, gerade Junghasen, weil die können sich nicht wehren. Die hocken ja, der Feldhase, der macht ja eine Sasse bekanntermaßen, eine Mulde im Feld, kriegt da seine Jungen, die sitzen dann auf der Mulde im Feld, klappen die Ohren rein, versuchen sich zu tarnen, bewegen sich nicht und hoffen, dass sie keiner findet. Werden sie aber doch gefunden, was einer Katze leicht fällt, weil die riecht dann doch gut genug, um da die Hasen zu entdecken. Und dann killt die auch. Ne? Warum nicht? Kann sie ja. Ne? Und hat sie den Instinkt für. Kann sie nichts dafür, dass sie den Instinkt hat. Wir dürfen bei Tieren nicht mit gut oder böse oder solchen Sachen kommen. Das ist einfach eine ganz andere Kategorie. Moral spielt für Tiere keine Rolle. Im Regelfall. So. Also, so einen temporären Hausarrest zur Brutzeit, das wäre sicherlich die effizienteste, vielleicht gerade noch so durchsetzbare Maßnahme, wenn man damit ganz viel Aufklärungsarbeit arbeiten würde. Das mache ich ja gerade. Also ganz viel, weiß ich nicht, ob das ganz viel ist, aber ich versuche es zumindest, dass man da als Katzenhalter vielleicht ernsthaft mal drüber nachdenken kann, gerade wenn man wo wohnt, wo man weiß, dass es da viele brütende Vögel gibt, so auf einer schönen, naturbelassenen Wiese. Beispielsweise gibt es die oder sollte es die zumindest geben, wenn nicht irgendein anderer Faktor wie eben eine Katze, die auf der Wiese unterwegs ist. Und das sieht man ja auch häufig. Das ist einerseits ein schöner Anblick, aber andererseits eben hochbedrohlich für Bodenbrüter. Wenn sowas das nicht verhindert, sollte es auf so einer Wiese durchaus Bodenbrüter teilweise dann mal geben. Ja? Oder wenn man neben dem Naturschutzgebiet wohnt, auch ein ganz relevantes Thema. Dann könnte man ernsthaft auch drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht Katze zumindest mal zur Brutzeit drinnen lässt. So.
Registrierungspflicht wird manchmal diskutiert. Das heißt, dass man, wenn man eine Katze besitzt, angeben muss, dass man eine Katze besitzt. Und dann gibt es ein bundesweites oder was auch immer weites Katzenregister. Und da kannst du gucken, so und so viele Katzen gibt es, da und da wohnen die. Das heißt, jede Katze ist registriert und hat eine Adresse. Möglicherweise kann man den Katzen auch wie bei Hunden so einen Chip verpassen, wie bei manchen Bundesländern für Hunde auch vorgeschrieben, in anderen Bundesländern wieder nicht und immer wieder ganz unterschiedlich und so weiter und so fort. Das hat zunächst mal den großen Vorteil, dass wir in der Katzenforschung erheblich bessere Fortschritte machen würden, wenn man mal wüsste, wie viel Katze gibt es überhaupt und wo gibt es wie viel Katze. Und dann könnte man viel bessere Rückschlüsse auf, wie gefährlich ist denn Katze, wie viel Schaden macht denn Katze und solche Sachen treffen. Das wäre also für die Forschung ein Segen. Und man könnte, wenn man die schon registriert, zum Beispiel eine Beschränkung wie eine Katze pro Haushalt machen. Weil man sagt, ein Haushalt braucht nicht zwei Katzen, eine Katze pro Haushalt reicht. Die ist dann ein Mitglied des Haushaltes und das ist auch gut so. Und Zweit- oder Drittkatzen braucht niemand. Ja? Oder eine Katze muss halt reichen. Das fände ich persönlich ganz okay. Ich kann auch nachvollziehen. Also, wäre einfach ein guter Kompromiss. Ja? Dass man eine Katze haben möchte, das kann ich verstehen. Dass man zwei oder drei Katzen haben muss, das ist nicht mehr unbedingt notwendig, meiner Meinung nach. Dass es trotzdem schön ist, kann ich dann wiederum verstehen. Aber hier wäre ein Kompromiss vielleicht möglich. Also für mich persönlich überhaupt kein Problem. Aber ja, möglicherweise gibt es da noch mehr Leute, die, wenn man sie halt richtig aufklärt, dann auch vielleicht bereit wären, nur eine Katze zu halten. Ja, auch wenn man sich mehrere Katzen leisten könnte vom Büchsenaufmachen her. Katzensteuer ist auch so eine Idee, die einfach halt eben das Halten von Katze unattraktiver machen soll. Man könnte dann das eingenommene Geld von der Katzensteuer verwenden oder zumindest das Halten von vielen Katzen unattraktiv machen. Dann könnte man das erhaltene Geld eben verwenden, um Anti-Katzen-Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel irgendwelche Vogelhäuschen, die katzensicher sind, im Stadtgebiet aufzustellen. Zum Beispiel ja, Nisthilfen, sowas in die Richtung. Das wäre übrigens durchaus auch sinnvoll. Hin und wieder wird man erwähnt, eine Leinenpflicht. Ja, jeder, der mal versucht hat, mit einer Katze an der Leine spazieren zu gehen, wird festgestellt haben, das geht nur ausnahmsweise mal. Es gibt Katzen, die das mit sich machen lassen. Ein berühmtes Beispiel ist Bob der Streuner. Wer das Buch gelesen hat, wer den Film gesehen hat. Drogensüchtigen, mehr oder weniger auch Obdachlosen, der einen streunenden Kater aufgegriffen hat und sich mit dem angefreundet hat. Und dadurch, dass er ein bisschen Musik gemacht hat und der Kater dabei auf seiner Schulter saß und auch mit einer Leine unterwegs war und immer bei ihm geblieben ist, wurde er halt zum Stadtgespräch in London und hat dann plötzlich jede Menge Kohle verdient. Und das hat ihm auch in seinem Leben so weitergeholfen, dass er auch mit den Drogen Schluss gemacht hat und sich dann rehabilitiert hat und ein schönes Buch geschrieben hat. Wirklich ein schönes Buch und ist eine tolle Geschichte. Ja, also wer Katzen mag und das noch nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Und da, dieser Bob, der entsprechende Kater, mit dem konnte man tatsächlich an der Leine rumlaufen. Das geht natürlich nicht bei jeder Katze, wie jeder Katzenbesitzer wissen wird. Daher ist das vielleicht auch nur begrenzt eine Lösung. Aber wer die Katze an die Leine nehmen kann und mit seiner Katze dann spazieren geht, das müssen auch viel weniger geringe Strecken reichen da. Eine Katze hat ja nicht so ein Bewegungsbedürfnis wie ein Husky im schlimmsten Fall oder sowas. Ne? Daher, ja, wo es geht, warum nicht? Großflächig, sicher keine so dolle Lösung. Eine Idee von mir selber ist, Katzen nur gegen Nachweis der geeigneten Umgebung. Heißt, du willst, das ist garantiert auch nicht umsetzbar, ja, sage ich gleich, aber würde helfen. Sagen wir, du willst eine Katze haben, ja? Dann musst du mal wegen dem Internet einen Katzenfragenbogen ausfüllen und bist verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen, wo du angibst, wie viel Quadratmeter Wohnfläche hast du. Soll die Katze Freigänger sein? Wenn ja, dann wie viele Katzen gibt es schon in der Umgebung? Das muss dann halt eben die entsprechende, das kontrollierende Behörde oder was auch immer feststellen. Sind da noch nicht viele Katzen, dann kann eine zusätzliche Katze möglicherweise auch rausgehen. Sind da schon zu viele Katzen, dann hast du halt Pech gehabt, dann kommt nur eine Stubenkatze in Frage oder du hast die Möglichkeit, ihr irgendwie einen schönen Spielplatz in deinen Garten zu bauen, aus dem sie auch nicht rauskommt. Sowas in die Richtung. Ja?
dass da halt also wirklich geguckt wird, dass eine gewisse Katzendichte nicht überschritten wird. Oder man muss einen Antrag stellen, um eine Katze halten zu dürfen. Oder das ist wie mit dem Trabi. 18 Jahre später wird dann die Katzenhalteerlaubnis ausgeliefert. So in etwa. Ja, wie das exakt ablaufen soll, keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich auch ein Bürokratiemonster und garantiert nicht umsetzbar. Aber damit könnten wir eine kontrollierte Katzendichte pro Fläche irgendwo hinkriegen. Und damit würde das Problem zwar nicht völlig nicht mehr existieren, aber mit weniger Katzen, die dann außerdem registriert und kastriert, zumindest die Kater, sein müssen, damit sie sich auch nicht unkontrolliert ausbreiten. Einzelne Katzen müssen natürlich auch eben das Fortpflanzungszubehör behalten, damit sie halt eben auch nicht, irgendwo müssen ja die Hauskatzen herkommen, beziehungsweise sollen herkommen. Müssen ist eine andere Frage. Ne? Klassiker, und das ist so der minimalinvasive Eingriff sozusagen, das könnte im Grunde jeder Katzenbesitzer relativ schnell machen. Ob er seiner Katze antun möchte, ist eine andere Frage. Ich werde wahrscheinlich nicht meine Mutter davon überzeugen können, dass die Pusher jetzt so ein Glöckchen bekommt. Aber ja, das Glöckchen. Das Glöckchen reduziert nach den ersten Studien, die diesbezüglich gemacht wurden, also Halsband mit Glöckchen, Kuhglocke in klein, reduziert den Jagderfolg um 30-50%. Allerdings gibt es keine Langzeitstudien, das heißt, es kann sein, dass die Katze irgendwann lernt, unter welchen Bewegungen sich die Glocke bimmelt und bei welchen Bewegungen nicht, und es dann schafft, so gut zu schleichen, dass selbst ein umgehängtes Glöckchen immer noch dazu führt, dass sie trotzdem lautlos ist. Dafür müsste es dann aber eine individuell extrem gute Jägerin sein, die jeweilige Katze. Ich bin mir sicher, dass das nicht auf jede Katze da draußen zutrifft. Weil auch Katzen sind Individuen und da gibt es geschicktere und weniger geschickte und dann auch die eine oder andere, die auf Lasagne steht und orange ist. Und wahrscheinlich keine besondere Anmutigkeit im Regelfall auf den hervorruft, sage ich jetzt mal. Ne? Die extremere Variante als das Glöckchen, da gibt es theoretisch auch noch irgendwelche piependen Halsbänder, die alle 7 Sekunden piep machen. Das ist wahrscheinlich noch effizienter, geht man davon aus. Will aber keiner haben. Hat sich noch überhaupt nicht durchgesetzt, auch nicht bei den aufgeschlossenen Katzenbesitzern. Wahrscheinlich ist das dann auch einfach schlicht und ergreifend für den Mensch zu nervig, dass das dauernd Beep macht. Es gab den Versuch, mit Ultraschall-tonabgebenden Geräten bestimmte Gebiete vor der Katze fernzuhalten. Das funktioniert nicht, die Katze kommt trotzdem. Sie wird da allerdings nicht ihr Mittagsschläfchen machen und sie hält sich da generell einfach kürzer auf. Das heißt, einen gewissen Schutz bietet da schon. Dummerweise hören nicht nur Katzen Ultraschall, sondern auch diverse andere Viecher. Fledermäuse könnte man damit zum Beispiel super toll verwirren. Verschiedene Insekten kann man damit verwirren. Und das hat einen Haufen kontraproduktive Auswirkungen auf andere Tiere. Daher auch keine wirklich tolle Lösung. Ein Cat-Bip. Ein Cat-Bip oder Cat-Bips ist ein Lätzchen für die Katze. Das heißt, man bindet der Katze tatsächlich so ein Plastiklätzchen um, was ihr dann da vorne so vor der Brust hängt. Mit dem kann sie sich immer noch fortbewegen. Aber das nervt sie derart bei der Fortbewegung und behindert sie derart bei der Fortbewegung, dass sie zumindest nicht mehr in der Lage sein sollte. Und tatsächlich sagen da gewisse Zahlen dazu auch so 53-70% weniger Beute, damit noch nennenswert was zu fangen, wenn die ein riesen Plastiklätzchen um hat. Das ist schon bewegliches Plastik, die kommt. Also, es ist der Versuch, bei gerade noch so der Katze zuzumutender Einschränkung ihrer Bewegungsfähigkeit und bei zumutbarer der Katze auf die Nerven gehen sozusagen, trotzdem ein erfolgreiches Abschrecken bzw. Vorwarnsystem für die Mäuse zu installieren. Aber das sieht völlig bekloppt aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Katzenliebhaber ihre Katze tatsächlich so ein Lätzchen umhängen werden. Könnt ihr mal googeln, ne? Cat-Bips. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber effizient wär's. Ne? Man kann die ja nur dann drum machen, wenn Katze vor die Tür geht und wenn Katze wiederkommt, kann man sie dann wieder abnehmen. Dann hat Katze auch eine Motivation, vielleicht mal ein bisschen länger drin zu bleiben und weniger lang rauszugehen. Ja, aber ne? Wer Ideen hat, gerne in die Kommentare schreiben. So. Und grundsätzlich fände ich es dann noch großartig, wenn wir einfach im stadtnahen Gebiet bzw. im Gebiet mit hoher Katzendichte einfach mehr katzensichere Lebensräume für insbesondere Vögel zur Verfügung stellen würden. Also erheblich weniger simple Grünfläche,
sondern statt simpler Grünfläche strukturierte Grünfläche mit Hecke, mit Sträuchern, mit Bäumen, auch mal höhere Bäume. Ja, dann besteht halt das Risiko, dass mal einer umfällt, aber das hat so viele positive Nebenwirkungen. Okay, aus mir spricht natürlich der Förster und nicht der Landschaftsgärtner und der Stadtplaner und so weiter und so fort. Aber für mich, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie klein so blöde Stadtbäume bleiben müssen. Ja, das hat nichts mit einem wirklich tollen Baumriesen, wie wir sie hier im Wald haben. Die jetzt gerade speziell nicht, das ist ein recht junger Bestand, ne? Aber hat damit nichts zu tun. Und den Baum nicht wirklich auswachsen zu lassen, ist für mich immer so ein gewisser Frevel. Aber na, persönliche Philosophie, und ich verstehe schon, warum das in der Stadt nicht geht, kein Thema. Aber es tut weh. ja, also unerkletterbare Bäume wäre so ein Thema. Die Publikation von Hatlauf, Sachser, Lanz, Steib und Herrn Hackländer empfiehlt nämlich zum Beispiel, dass man diese Halsbandkrausendinger, die der Hund kriegt, damit er sich nicht am Hintern leckt, oder die Katze nicht kriegt, damit sie sich nicht am Hintern leckt, oder wo auch immer nicht leckt, wo sie sich verletzt hat und so weiter. Die kann man auch umfunktionieren, andersrum an den Baum hängen, und keine Katze kommt da mehr hoch. Ja? Während dann allerdings noch viel besser kletterfähige Tiere wie ein Eichhörnchen es möglicherweise trotzdem schafft. Und ja, auch das ist natürlich hässlich. Dann hat jeder Baum eine Halskrause. Ja, das will man natürlich nicht haben. Das stört das Stadtbild. Würde aber Vogel retten. Von mir aus kann man also so viele Halskrausen, wie man möchte, an Stadtbäumen anbringen. Ich wohne da eh nicht. Ne? Also, das ist natürlich jetzt ein fieses Argument. Aber selbst wenn ich da wohnen würde, wenn es nützlich ist für die Tiere, dann ist es mir nur egal, ob es blöd aussieht. Also mir persönlich. Aber gut. Ja, das waren ein paar Lösungsansätze. Im Wesentlichen wollte ich mit diesem Video einfach nur mal ein bisschen auf das Problem hinweisen, auf die Problemwahrnehmung hinweisen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel Blabla hier und da gewesen. Das tut mir leid. Ich habe heute irgendwie nicht so die Muße, alles punktuell, exakt, kurz zu formulieren, dass man es auf den Punkt kriegt. Aber wer es auf den Punkt haben möchte, der hat ja auch immer noch die Möglichkeit, das tatsächlich relativ kompakte, das ist auch nicht immer der Fall bei wissenschaftlichen Inhalten, Video von Professor Herzog von der TU Dresden nochmal anzugucken. Übrigens, genau genommen hockt der natürlich auch in Tharandt. Ja, alle Forstwissenschaftler oder den Forstwissenschaften zugeordneten Forschungsgebiete sitzen im schönen Örtchen Tharandt. Ja, der Wiege der Forstwissenschaft. Und nicht direkt in Dresden. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ja, aber das wäre es gewesen. Bedanke mich fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Und ja, ich gehe jetzt nach Hause. Frau hat versprochen, sie kocht was Leckeres. Tschüss.